Einen wunderschönen guten Tag, Gentlemen, und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, bei dem es um Folgendes gehen soll. Bist du ein Schwätzer oder bist du ein Macher? Was davon bist du? Bist du jemand, der den ganzen Tag lang zu Hause sitzt und sich Gedanken darüber macht, wie er sein Leben verändern könnte? Und dass es auch so toll wäre und schön wäre, endlich ein besseres Leben zu haben. Dass es doch echt eine tolle Sache wäre, einfach mehr Fülle im Leben zu haben. Mehr Freude, mehr Freunde, mehr Freundinnen, mehr Geld, einen stärkeren Körper. Aber jemand, der niemals was tut und stattdessen rausgeht und die ganze Zeit nur darüber redet, dass er es irgendwann vorhat. Oder bist du jemand, der es wirklich durchzieht und macht? Oder bist du jemand, der die ganze Zeit dazwischen hängt und es immer wieder versucht? Immer wieder versucht, immer wieder versucht und immer wieder scheitert. Und was macht eigentlich den gewaltigen Unterschied zwischen einem Schwätzer und einem Macher aus? Ich will einfach folgende Sache besprechen mit dir gemeinsam hier und jetzt. In deinem Leben gibt es eine gewisse Zeit und jede Sekunde läuft. Jede verdammte Sekunde läuft. Und sie läuft und sie läuft und sie läuft diese Zeit. Und in jeder dieser verdammten Sekunden hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Welcher Entscheidung gehen meistens die Schwätzer nach? Die Schwätzer entscheiden sich dazu, gehorsam zu sein, zu gehorchen, sich niederzuknien und das zu machen, was ihre Meister ihnen sagen. Ihre Meister sind Social Media, die Wirtschaft, die Politik, all dieser Scheiß. Ihre Meister sind Impulse. Ihre Meister, ihr Meister ist ihr Körper, der ihnen sagt, weißt du was, mach dir einen Film an. Egal ob Netflix oder Pornhub. Weißt du was, ist das Dreckszeug dort, ist es. Weißt du was, folge einfach deinem Impuls, den ganzen Tag lang Videos zu gucken und rumzuliegen. Weißt du was, mach das, weil dann hast du was zum Reden. Dann kannst du später zu deinen Freunden gehen und hier darüber reden, wie du gern dein Leben verändern würdest, aber es in Wahrheit niemals machen. Weißt du was? Dann kannst du ja auch zu allen anderen Leuten laufen und sagen, weißt du was, eigentlich hätte ich es verdient, ein viel krasseres Leben zu haben, ein viel besseres Leben. Aber es geht einfach nicht, weil es ist hart und die Impulse sind da und die Wirtschaft und die Politik und bla 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 bla. All dieses Zeugs. Vielleicht willst du ja gerne darüber reden. Vielleicht gibt es hier Aufmerksamkeit, die du dir wünschst. Vielleicht gefällt dir das ja. Vielleicht magst du das ja, den ganzen Tag lang irgendwo rumzusitzen und zu schwatzen und so zu tun, als ob du wichtig wärst. Als ob sich die ganze Welt um dich drehen würde. Als ob das Einzige, was interessant wäre, dass du heute wieder irgendein Porno angeschmissen hast und nicht davon wegkommst. Als ob das Einzige auf diesem Planeten, was interessant wäre, dass du die ganze Zeit vor Social Media hängst. Oder dass du irgendeine Perle suchst, die du unglaublich liebst und wie sie dein Herz zerbrochen hat. Vielleicht ist es ja das einzig Wichtige in deinem Leben. Und vielleicht glaubst du, dass es auch das einzig Wichtige für alle anderen Menschen in deinem Leben ist. Aber das ist es nicht. Niemand interessiert das. Absolut niemanden. Und wenn das deine einzige Strategie ist, um wirklich wichtig zu sein, dann hast du ein scheiß Problem. In erster Linie, weil du überhaupt wichtig sein willst. Denn das ist das größte Problem überhaupt von Schwätzern. Wichtig sein zu wollen. Unbedingt jemand zu sein. Unbedingt der Welt zu zeigen. Guck mich an, wie toll ich bin, wie wichtig ich bin. Ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Lasst uns über mich reden. Lasst uns darüber reden, wie schrecklich doch alles bei mir ist. Ah, du willst über dich reden? Ja, das können wir gleich machen. Aber reden wir doch erstmal über meine Probleme. Und wie schrecklich bei mir. Ich habe viel mehr Probleme als du. Du hast dieses Problem mit deiner Familie? Ich habe ein größeres Problem. Weißt du, was mit meiner Familie passiert ist? Oh, du hast dieses Geldproblem? Weißt du, was bei mir passiert ist? Oh Mann, ich muss mehr Probleme erschaffen, damit ich mehr darüber reden kann. Verstehst du, dass es dir nur um Aufmerksamkeit geht? Verstehst du, dass du ein extrem egoistisches Wesen bist? Ein extrem egoistisches Wesen, das die ganze Zeit herumläuft und glaubt, ich muss wichtig sein. Nur dann habe ich Bedeutung.
Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wenn du dich dazu entschieden hast, einen anderen Weg zu gehen. Ist es hart, von den Pornos wegzukommen? Ist es hart, von Social Media wegzukommen? Von anderen Süchten? Ist es hart für dich? Es ist hart, ja. Das ist ganz normal. Weil das dazu gehört. Und es gibt keinen, es ist nicht hart. Es ist immer hart. Und es wird auch hart bleiben. Es wird hart für dich sein, über deine Sucht hinwegzukommen, über deine Gewohnheiten hinwegzukommen. Es ist hart, neue Gewohnheiten zu etablieren und alte loszuwerden. Aber was willst du stattdessen machen? Auf TikTok rumhängen? Möchtest du den ganzen Tag lang einfach weiter swipen und dir Sachen angucken? Ist das deine Mission? Bist du deswegen hier? Hast du dich deswegen entschieden, hier am Leben zu sein und das zu machen, was du tust? Willst du mehr im Leben? Willst du mehr erreichen? Willst du mehr wahrmachen? Wie wäre es, wenn du dafür sorgst, dass du dich an die verdammten Spielregeln hältst? Wie wäre es, wenn du dafür sorgst, dass du nicht mehr so ein egoistischer Wichser bist und nur an dich denkst? Wie wäre es, wenn du anfängst, dir klarzumachen, dass es nicht nur um dich geht, sondern dass vor allem für die Gesellschaft, für deine Familie, deine Freunde, für dich darum geht, all das zu erreichen, damit du zurückgeben kannst. All das zu erreichen, über deine Gewohnheiten hinauszuwachsen, über deine Emotionen hinauszuwachsen, über deinen Schmerz hinauszuwachsen, um zu dienen und zurückzugeben. Was ist, wenn dieses wunderbare Universum dir all die Kraft gibt, die du eigentlich brauchst? Wenn du es einfach zulässt, würdest du mir alles anvertrauen, was du hast? Alles anvertrauen, was du hast, wenn du wüsstest, ich bin inkompetent und du kannst mir nicht vertrauen. Würdest du das machen? Würdest du mir diese Verantwortung geben? Nein. Warum sollte dieses Universum es dann machen? Warum soll es dir all das geben, wenn du eigentlich betrügst? Wenn du die ganze Zeit den leichten Weg suchst und sagst, warte mal, ich muss irgendwie schaffen, ohne dass ich so viel machen muss, irgendwie den leichten Weg finden und all das. Warte, ich muss irgendwie tricksen und manipulieren. Warte, so kriege ich das hin. Warum sollte dieses Universum dir das geben, wenn du gleichzeitig auch noch glaubst, dass dich niemand durchschaut? Warte, Trick 17, Trick 18. Guck mal, da mache ich so, die manipuliere ich so, mit denen gehe ich so um. Ich habe meine Sachen nicht gemacht, egal, es wird einen leichteren Weg geben, ich finde einen. Warum sollte dieses Leben, dieses Universum dir all das schenken, dich darin unterstützen zu wachsen, dir Verantwortung geben, damit du für dich persönlich wachsen kannst, wenn man dir nicht vertrauen kann? Deswegen ist das Fundament, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ihn zu gehen, es zu machen, das macht deinen Macher aus, Verantwortung annehmen zu können, sagen zu können, weißt du was, du kannst mir vertrauen, egal was passiert, ich opfere mein Leben, ich tue alles dafür, dass ich dienen kann, dass ich unterstützen kann, dass ich zurückgeben kann. Das ist alles, worum es geht. Ich bin bereit dafür zu sterben. Ich bin bereit dafür unterzugehen. Ich bin bereit dafür. Ich habe kein Problem damit. Weil all das hier ist sowieso egal. All das hier um dich herum ist sowieso irrelevant. Was willst du? Willst du das neueste iPhone? Was willst du dann machen? Willst du Fotos machen wie jeder andere? Oder was willst du mit dem Scheiß? Willst du vielleicht, keine Ahnung, einen neuen Lamborghini kaufen? Auf der Autobahn damit rumfahren? Möchtest du bei dir durch die Straße damit fahren und dann zeigen, wie krass du bist? Es gibt einen Unterschied zwischen Schwätzern und Machern. Es gibt einen Unterschied zwischen Männern da draußen, die für etwas stehen oder für alles fallen. Es gibt einen großen Unterschied. Und die Frage ist für dich, bist du bereit, Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen? Bist du bereit zu verstehen, dass es mehr gibt als nur das scheiß Gelaber da draußen? Bist du bereit, zu dir zurückzukommen, dir im Klaren darüber zu sein, dass du eine verdammte Mission in diesem Leben hast? Bist du bereit, über dich selbst hinauszuwachsen, all das zu tun, wofür du geboren wurdest, dich zu entfalten und es den Menschen da draußen zu zeigen, damit auch sie aufwachen können aus ihrem verdammten Schwätzerleben? Und wenn du bereit dazu bist, melde dich gerne von ganzem Herzen. Wenn du es nicht bist, bleib weiterhin, wie du bist. Aber bitte, tu nicht so, als ob es so hart für dich wäre, so schwer und so schrecklich. Weil das ist für alle. Das ist es für alle. Sondern halte dich an die verdammten Regeln.
In dem Sinne nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Let's fucking go. Action.